Europawahl 2014. Wie läuft diese Wahl eigentlich ab? Das Europäische Parlament ist das einzige Organ der EU, das direkt vom Volk gewählt wird. Die erste Direktwahl war vor 35 Jahren, 1979. Vom 22. bis zum 25. Mai 2014 ist es wieder soweit. Dann wählen die EU-Bürgerinnen und Bürger ihre Abgeordneten für die nächsten 5 Jahre. Im Lauf der Geschichte sind immer mehr Länder der EU beigetreten. Deshalb wurde das Europaparlament vergrößert. Die Anzahl der Abgeordneten richtet sich nach der Einwohnerzahl der Länder. Zu Beginn der nächsten Legislaturperiode werden 751 Abgeordnete die Interessen von mehr als einer halben Milliarde EU-Bürgerinnen und Bürgern vertreten. Deutschland ist das bevölkerungsreichste EU-Land und entsendet die meisten Abgeordneten nach Straßburg, nämlich 96. Die kleinsten Länder wählen 6 Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Die Bürgerinnen und Bürger wählen das Parlament in allgemeinen, freien, direkten und geheimen Wahlen. Allgemein bedeutet, dass grundsätzlich jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger wählen darf. Frei bedeutet, dass auf sie kein Druck ausgeübt werden darf. Direkt heißt, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme unmittelbar an eine Partei geben, deren Kandidaten damit gewählt sind. Geheim bedeutet schließlich, dass niemand wissen darf, wer wie gewählt hat. Außer die Wählenden geben dies selbst bekannt. Als EU-Bürgerin oder Bürger kann man in dem Land wählen, in dem man lebt oder aus dem man stammt. Für die Europawahl gibt es ein paar gemeinsame Grundsätze. Aber ansonsten hat jedes Land seine eigenen Wahltraditionen und Gesetze. In allen EU-Ländern kann man ab 18 Jahren an der Europawahl teilnehmen. Die einzige Ausnahme ist Österreich. Hier dürfen schon 16-Jährige wählen. Auch wer sich selbst zur Wahl stellt, muss ein gewisses Alter erreicht haben. Das Mindestalter für die Kandidaten ist von Land zu Land verschieden. Es liegt zwischen 18 und 25 Jahren. In Deutschland finden Wahlen traditionell an einem Sonntag statt. Aber auch hier gibt es von Land zu Land verschiedene Bräuche. Deshalb geht die Europawahl alles in allem 4 Tage lang. Aber erst wenn alle Stimmen abgegeben sind, wird das Wahlergebnis verkündet. Eine andere Grundregel sagt, wer schon Abgeordneter in einem nationalen Parlament ist, kann nicht auch noch EU-Abgeordneter werden. So ein Doppelmandat war früher erlaubt. In allen Ländern gilt die Verhältniswahl. Gewählt werden keine Einzelpersonen, sondern Parteien. Wie viele Mandate eine Partei bekommt, hängt davon ab, wie viel Prozent der Stimmen sie in ihrem Land gewonnen hat. Manche Länder verhindern mit sogenannten Sperrklauseln, dass zu viele Parteien ins EU-Parlament einziehen. In Deutschland gibt es für die Europawahl keine Sperrklausel. Im Parlament schmieden die Abgeordneten aus den verschiedenen Ländern dann Allianzen. Diese sogenannten Fraktionen verfolgen gemeinsame Ziele. Zurzeit gibt es im Europäischen Parlament 7 Fraktionen, in denen über 160 nationale Parteien vertreten sind. Die Europawahl 2014 ist die erste Wahl, seitdem der Vertrag von Lissabon am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist. Dieser Vertrag gibt dem neuen Parlament mehr Rechte und mehr Macht. Das Parlament stimmt darüber ab, wer die EU-Kommission anführen wird. Die Kommission ist das ausführende Organ, also etwas Ähnliches wie eine Regierung. Die Staats- und Regierungschefs machen einen Vorschlag, wer die neue Kommissionspräsidentin oder der neue Kommissionspräsident werden könnte. Dabei müssen sie das Wahlergebnis berücksichtigen. Dann stimmt das Parlament ab. Es kann die Kandidatin oder den Kandidaten ablehnen oder mit absoluter Mehrheit an die Spitze der Kommission wählen. Sagt das Parlament Nein zu dem Kandidaten, müssen die Staats- und Regierungschefs einen anderen vorschlagen.
Auch bei vielen EU-Gesetzen hat das Parlament jetzt mehr mitzureden als vorher. Durch den Vertrag von Lissabon wurde das Parlament zum gleichwertigen Gesetzgeber neben dem Rat der Europäischen Union. Da geht es um Umweltschutz und Bankenaufsicht, um soziale Mindeststandards und um Freizügigkeit, um Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. So sollen die Interessen der EU-Bürgerinnen und Bürger mehr Gewicht bei wichtigen politischen Entscheidungen bekommen. Mehr Infos gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung.